Das ist also, das sind Aufnahmen von dem Original, das er nachbaut, da auf dem Tisch. Ach, den Einlauf hat er auch so gemacht. Ja, ja, ist sehr ins Detail gegangen. Ja. Ja, he noticed immediately that the intake. Oh yeah, hörte da, ja. Ja. Mit den Details. Hat also sehr viel ganz dünnes Blech auch aufgeklebt und dann die Nieten imitiert und so weiter. Das muss Sie ja eigentlich als Hersteller auch freuen, wenn Sie sehen, was da so Schönes draus gemacht wird. Ja, und wenn ich dann Anruf kriege, dass er gut fliegt, dass die Leute zufrieden sind, dann freue ich mich noch mehr. Ne? He says he's very happy to see all the details and what people do with his kids. But he says he'll be even much happier to get the phone call that it has flown and that the people are happy with flying it. Es ist eine dreiteilige Form. Three-part mold. Und da wäre jetzt das Unterteil. Das Unterteil gehört noch zu den beiden Teilen. Ah, yeah, that's the third part of the mold. So that just came out of the mold before we arrived. Lovely, yeah. Das ist sie. Da kommt dann, die wird dann, da kommt hier, kommt ein Spann rein, hier kommt ein Spann, hier ist für die Fahrwerksaufnahme. Jetzt könnt ihr bloß eine Steckung, könnt ihr bloß jetzt hier an dieser Stelle machen. Und das ist dann sehr weit hinten. Hier. Yeah. Das machen wir, oder? Das machen wir. Same size. Warte, gut. Nice. Ja, das ist jetzt die falsche Fläche. Ja. Das ist ja die Seite. Die Klemme auf der Seite. Ja. Das ist ja schon sehr gut vorbereitet. Ja. Plenty. Also mit dem, da könnte man ja eigentlich sehr schnell ein fertiges Flugzeug erstellen. Könnte man, ja. Na, da sind alle Details. Ja. Das hier war Stoffbespannung. Das ist brilliant. Da sind auch zwei Spanten drin. Gut, es muss nur sehen, was kriegt durch. Schaffen.
denken die Frauen noch ein bisschen weich. This is the Howard Mike racer. Also machen wir jetzt einfach alles wieder zu. Wir müssen nachher für den Josef mal gucken, ja. Auch für mich, ob wir eventuell noch einen Sonnenschirm oder sowas hier. Schlauch, der Schlauch klemmt sich wieder dahinter. Ja, eingeklemmt oder was? Schlauch eingeklemmt. Hinrollen, zurückrollen und das ist dann alles schon mit integriert in der Gesamtlaufzeit. Welche Motoren haben die da drin? Bläst, sondern
Die Maschinen legen sich erst ab, wenn das geht. Gotha 149. Und die Spannweite? 2,60 Meter. Rumpflänge 2,45 Meter. Und das Gesamtgewicht? 14,3 Kilo. Stark. Und der Motor? Das ist ein 45 Kubikzentimeter 10 Ohr. Experimentalflugzeug, die wollten damals Kurzstart- und Landeeigenschaften testen und das Bugfahrwerk war damals eine Neuheit in Deutschland. Ja? In Amerika gab es das ja schon nicht. CK, hatten Sie die nicht voriges Jahr schon in Würzburg dabei? Nein. Nicht. Wenn der Albatros jetzt zurückkommt, meine Damen und Herren, achten Sie einmal auf das Fahrwerk. 4,42 Meter, Maßstab 1 zu 7. Und dann die Lasermotoren, welche Größe? 25 Kubik. Zweizylinder habe ich gerade gesehen, Reihenmotor, ja, oder? Ja. Guten Morgen. Freue mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Ist ganz dürfte. Einige von euch habe ich ja letzte Woche schon gesehen. Großen haben ja nicht hier vorne erfasst worden ist. Wir machen auch mit. Die Startnummer und wirft das dann ein bis morgen Mittag. Manchmal sind manche Leute recht lustig bestimmt, vor allem. Der schmeißt nämlich alle raus, die mit der Fliegerei nichts zu tun haben. Yes. Der einzige Ort, an dem wir Platz haben, aber der macht das für 5. Not a good finish for you. Oh no. That's really lovely. Yeah. Da war. Quer über den Platz, Thorsten. Oh, okay. Denkt daran bei der Einteilung, bei Landung. Geradezu zierliche Flächen dazu. Aber die Rümpfe werden gezeigt. Weiträumig vor. Schön aufgesetzt, einmal noch mal kurz mit der Fläche den Boden zu spielen. Kangaroo, ein Jetmodell, was auch hauptsächlich. Galore,
gesetzt. Beifall für Udo van der Zee. Zu bekommen, dass wir mal althistorische Flugmodelle sehen. Ja, wenn er jetzt so weiterfliegen würde, dann könnte es auch so lang. Sehen wir dann den Guido, Robert, oder Robert. Leichtigkeit, diese großen Flugzeuge schweben. Auch Torkrollen. Mein irischer Freund hat mich gefragt, wo ist denn der Hut? Das nur mit dem Schub. Jetzt sind wir solide, die Woche, jetzt gibt es keinen Hut mehr. Wir werden schon ganz nervös. Langsamer, tiefer Überflug. Schön gebaute T6 ist jetzt in der Luft.
Gestartet ist der Walter Baudier mit einer Cessna 310G, das duell war, angetrieben durch zwei Leitgummi. Enorme Festigkeiten aufweisen und das haben die Provisionslichter, die sind bei Betrieb. Sehr schönes Flugbild, jawohl. Andreas, du kannst richtig Mist machen, wir haben den Ersatzpropeller wieder mitgebracht. Siehst du? Ich hab's gesagt. Das ist eben benehmen. Und was macht er? Andreas! Aber leider sei mir noch ein Hinweis erlaubt an unsere Piloten. Das Ganze war das Ziel, auf jeden Fall an einem Kollegen über das Leitwerk abgefunden. Ja, das ist mehr als akzeptabel. Schön gelandet hier. Zünder war, das ist aus ganz schön, ich denke, ich höre das gerade an der Kommunikation hier. Der Motor ist original und genau so haben wir auch. Da kommt der Einfall.
Australien eine Fokker 190 und eine B-40 Warhawk. Start jetzt Thomas Brusso und der Helmut Müller ist da. So, hier hast du dein schön eine Flecke hängen lassen. Kurz vom Boot, gerade legen, gut. Jawohl, Helmut. Wasserlandung, Helmut Müller. Aber lassen wir uns mal Domeier. Was ist denn? Die Piloten sprechen sich auch ab. Wir haben hier die Kühlleitung. Ja, können wir schon. Ihr habt den Regen vertrieben. Voll Leistung. Mit der roten Mütze, der an der Tafel steht. So, die Dreidecker kommen jetzt zur Landung rein. Klasse. Super aufgesetzt hier. Meiner Wintermann mit seiner Fokker Dreidecker.
voll ausgerüstet. Ja, ja. Und hier. Toll gelandet, klasse Daniel, tolle Leistung, super Kunstwurf. So, einen Moment noch, die Motten. Kommst du nochmal weg? Irgendwo hast du schon mal einen Verkehrspunkt, das gefunden hast. Hier. So, die
Zeigen, das ist schon ordentlich, die drei. So, jetzt kommt zur Landung rein Udo Hesse. Von den Fliegerfreunden aus Bromskirchen, schön gelandet. So, am Start jetzt Knut. Blühdung, ständige Explosion im Brennraum. Und wenn das zu weit runter geht. Ganz aus Ballsaus. Der Japaner muss noch ein bisschen hoch. Mit dem. Also wenn ich den 20 selber in den Urlaub geflogen, zum Beispiel die GT10.
Das geht, ja? Und das, ja, hier, Karl. Diese Seite ordentlich beimischen oder was weg? Gar nichts. Ich mich alles von Hand. Ich mische überhaupt nicht. Ja, das ist Yeah, got a single Frank turbine in that. Fabulous, Jungs. As we saw. Jetzt schaut euch das an. Bekundet euren Beifall für diese tolle Flugeinlage hier. Fahrmann hat wie viel, wie schnell ist der? 21 Kilometer pro Stunde. Also bin halbwegs gut gefahren. Technische Abteilung hat die Arbeit beendet und wir sehen jetzt zwei Lavi-Jets.
So, rein und runter fangen wir an, sehen haben jeweils. Wir haben nach hier im Rollen vor
Koffer. Gibt heute Abend Rabengeschnetzeltes mit Nudeln, Sauerkraut, Sauerlinsen. Weil man soll gute Sachen gut finden. Das muss man sich mal vorstellen. 17. So, Achtung, erste Maschine landet ein. Super, klasse Werner, das haben wir heute noch gebraucht, das Bild halt.
Der Flieger ist gelandet. Aber ja, das hast du gut gemacht. Aber eigentlich keine Hubschrauber hier. Erinnert mich immer so ein bisschen an Hubschrauber, wenn ich das sehe. Ey, letztes Mal habe ich mich so hingelegt, so, und dann mit einem langen Arm so gedreht. Ja, klasse. Nächste so, dann auf und nochmal gucken. Und, ah! Ja, sein. So, wenn die Maschine eingelandet ist, geht das kunstflugmäßig weiter. Gneiser mit Azuro heißt das Modell. Ja, cool, dann cool, der Mann ist. So, jetzt kommt er schön rum. Die Fahrt so sehr am Baum. Herrlich macht er das. Ganz voll. Klasse gelandet hier. Der Oliver mit stehendem Motor. Toll gemacht. Jetzt fliegt der Jürgen. Und dann. Dann ist aber die Werte wieder nicht gespeichert. Da kommt wieder nichts. Da kommt wieder nichts. Ja, bravo! Wir haben euch Folgendes gemacht. Wir haben was für feste Regler ist das? Wir gehen vor. Das ist der Riese, der Druckregler. Ja. Ach, der hinten dann zwei Anschlüsse dran. Der hat eine Druckseite und eine praktische. Ja, klar, muss er ja. Die Volldruckseite und dann die Niederdruckseite. Ja.
So, ich begrüße hier vorne. So, ja, morgen heute. Prima, Josef. Bitte? Ja, nachdem geflogen worden ist, Sender natürlich zügig abgeben. Und dann natürlich auch den Kollegen nach dem Flug. Nach der Siegerehrung. So, dann haben wir die zweite Pitch vom Knutin. Akro-Team, 3W140er Motor. Gemacht. Das war das Ding, oh, Entschuldigung. Das war der Schlapp. Ja, passt. Ja, ein halbes Jahr hat das auch gehalten. Ja. Zwei Stück hatte ich schon. Naja. Ja, geholt, ne? Aber naja. Ja. Ja. Jetzt kommt da Druck drauf und die Scheibe kommt hier raus und drückt gegen das Rad. Rainer Kamel, 3W. Und die meisten haben es. Ein sehr großer Konus. Das heißt, das steigt jetzt nach innen an, wird dicker und hat innen drin noch eine Lippe, ne, so rum. So, das Problem ist aber, ich muss das Ding ja da reinbringen. Und das geht nur mit einer Maschine speziell, ne, weil ich muss ja quasi ja, drüber, Lippen, ne? Den Lippenring enger machen erst. Weißt du, ich muss ja da rein, ne? Ja. So, wenn das da drin ist, jetzt kann ich quasi jetzt hier Druck drauf geben, jetzt kommt das raus, Druck weg, geht er wieder rein. Wir müssen eigentlich weggehen, ne? Passt schon, kannst schon unten lassen. Und der erste Landeanflug war doch einigermaßen. Einigermaßen gelaufen. Ja, ja, der Wetter. So, jetzt im Tiefflug von rechts. Er hat die Lampe angemacht. Und sorgst du dafür, dass unten die Luft zu. Dazu ist, das meiste Ruhe und führst auf der Oberseite der Luft. Oder man fährt. So. Die
Vor dem Masten sehe ich auch. Wir prüfen den Raum, Markierung.
schlecht. Wie ich schon sagte, Gigi wird von Andrea und Jochen Hülsmann durch die andere Galore. Andreas Dehn, ganz klar. So, die anderen dürfen dann auch einlanden. Also erst der Bernd und dann. Jawohl! Einmal auf den Motor, einmal auf Seitenruder und dann ist er wieder auf dem Motor und dann auf den Rädern. So, die Puschi von Werner Althoff ist ohne Sprit gelandet. Bravo hier, und gerade noch am Boden bekommen. Die Flieger werden jetzt geborgen, das heißt, eingefahren. Zylinder-Sternmotor mit 215 Kubikzentimeter Hubraum. Wird es wieder knallen, ne? Keine Videos, keine Gesichter. Komm rein zur Landung. Sehr schön, noch mal kurz Gas gegeben. Lande der Seitenwechsel der 80er Radbremse. Ob der Motor die Leistung hat oder nicht. So, und jetzt Rainer Kamitz. Jetzt in Rückenlage versetzt worden. Oh. Jawohl. Und hoch ist das ein. Ja, das wäre natürlich schön. So kommt wieder. Jetzt schauen wir mal das Höhen rüber. 45 Grad ist das hinten. Die breite Palette. Zwei Absteller von einem Motor wurden damit während des Zweiten Weltkriegs, während der Invasion, die eigenen Maschinen nicht. Thank you.
Fernspanner natürlich. Links von der Straße. Scheiße.
So, wenn wir eingeladen waren, ist natürlich, wenn ihr gleich losschaut, könnt ihr nicht einfach so ein Sicher stellen. So, dann werden wir dann so machen, dass wir gleich hier. Von 20 Meter, 20, 30 Meter anfallen, damit sich schön verteilt. Dann, wer hat denn gesagt, dass wir das machen sollen? Jawohl! Stampede! Weil das ist der Lohn. Ja, die haben es drauf, die beiden. Tolle Landung, F100 und Albatros L39. Viele junge Mädchen in seinem Alter. Dieser Mann ist noch zu haben. Der hat nicht nur Feuer im Blut, der kann auch. So, nacheinander startet jetzt eine Maschine nach der anderen. Arnie Morgen wächst mit seinem Arbeitsgerät. Ein Tandemantrieb. Die Zuschauer sind vorbei und schön runter. Ich hoffe, ihr habt alle gut gesessen. Himmel und Donnerwetter nochmal! Die Maschine
Fall darf man das auch mal tun. Armin Borg mit seiner Dose 135, Roland Sabatko mit dem Vorteil, Thomas Kronen, auch England da. Schöllandung, Bert Almeer, Landerflug ganz sauber, wie auf dem Flugverschläger, Joseph Enterprise eingelandet. Man setzt seine 109 Profi sich auf. Schön weit gegangen auf. Klasse gemacht. Super dieser Groß. Überflogen. Schön. Schauen Sie mal, der Fahrer ist dabei geworden. Wir müssen jetzt kurz abstimmen, in welcher Reihenfolge. So. So, pass auf. Das ist der Sinn. Jetzt kommen wir gegeneinander. Hey! Seid ihr? Josef, löffel ein bisschen schneller. Wir brauchen nicht hier dringend. Ist aber klein. Kommst du mal eng? Thank you.
Gerissene. Die Bewertungsbögen ab, damit er. So, schöner Anflug jetzt von Daniel. Gleich soweit sind. Der Junge, der bringt das. Super! Jawohl! Schöne Landung! Versprochen, das Ganze wird etwas unterlegt. Mit Musik. Sehr zufrieden. Ja. Peter Ritter. So, der erste schwebt schon. Thank you.
Taube auf. Lasse Landung hier. Die Feier. Neu und schön. Super aufgesetzt. Dein Japaner. Das wär's doch mal. Rigging the results.